Herzlich willkommen zu den Heute-Nachrichten. Der 1. Mai. Nicht nur die Gewerkschaften nutzen ihn für Kundgebungen, auch die AfD. Der thüringische Landeschef Höcke attackierte auf einer Demonstration die SPD für eine verfehlte Politik. Die IG Metall reagierte prompt. Höcke sei ein Hassredner. Doch natürlich das vorherrschende Thema am Tag der Arbeit, Forderungen der Gewerkschaften in Sachen Arbeitsmarkt und Rentenpolitik. Wir sind viele, wir sind eins. Das Motto der zentralen DGB-Kundgebung zum Tag der Arbeit heute in Gelsenkirchen. Es waren dann 1500 Menschen, die gekommen waren zu einer Veranstaltung im Zeichen der Wahlen. Bald in NRW, im Herbst im Bund. Was ist da am 1. Mai den Menschen wichtig? Ich bin ja ein junger Mensch und meine größte Angst ist natürlich, dass ich eigentlich gar keine richtige Zukunft, planungssichere Zukunft habe. In NRW sind 250.000 Leiharbeiter, ist bundesweiter Spitzenreiter. Und dagegen ist es notwendig, finde ich, zu kämpfen. Soziale Gerechtigkeit, das Thema. Die kleinen Leute, die prekären Arbeitsverhältnisse im Zentrum. Sinkende Arbeitslosenzahlen seien ja schön und gut, sagt etwa der DGB-Chef, aber... Allein 7 Millionen Menschen arbeiten im Niedriglohnsektor. Sie verdienen weniger als 9,60 Euro die Stunde. Das machen wir nicht länger mit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Arbeitsministerin Nahles forderte in Gelsenkirchen, dass Arbeitnehmer, die Jahrzehnte in die Rentenkassen eingezahlt haben, dann auch eine auskömmliche Mindestrente erhalten sollten. Auch die AfD versuchte heute den 1. Mai zu nutzen, wie hier in Erfurt. Auch hier soziale Gerechtigkeit, das Thema, und Frontalangriffe gegen die SPD. Diese ach so soziale SPD hat es zu verantworten, dass die Schere zwischen Arm und Reich in diesem so wohlhabenden Land immer weiter auseinandergegangen ist. Die AfD als Kümmerer der Arbeitnehmer am Tag der Arbeit. In Gelsenkirchen kam das nicht gut an. Keine Alternative, absolut nicht. Also da sieht man keine Ziele, da sieht man nur Propaganda. Hier war es heute ein klassischer Gewerkschaftstag.